Guten Morgen zusammen. Ist das nicht ein herrlicher Tag da draußen? Die Sonne scheint und es wird bestimmt ganz toll. Und ich höre jetzt hier auch schon im Hintergrund, und das kann nur mein Helle sein, der macht uns nämlich jetzt ein ganz leckeres Frühstück. Guten Morgen, Helle. Guten Morgen. So kann der Tag wunderbar beginnen. So ein Frühstück im Bummel ist wesentlich schöner als ein Frühstück in einem guten Hotel. Naja, also da bin ich jetzt wieder mal nicht seiner Meinung. Ja, also so ein 5-Sterne-Frühstück hat schließlich auch was. Aber ein Bummel-Frühstück hat auch was. Klar, ganz anders und ist auch schön gemütlich. Wir haben uns für heute hier drin entschieden, weil draußen hat es leider nur 14 Grad und bei aller Liebe zum Camper, aber das ist mir zu kalt. Gute Entscheidung, Ussi. So? Keine Sorge, wir schicken euch nicht in die Wüste. Nein, wir nehmen euch heute mit in die Wüste. In die, genau gesagt, in die Sahara. Jawohl, also. Jetzt holen wir erstmal die Fahrradl raus. Genau, und dann kommen wir da einfach mit. Dann geht's los. Jawohl. Wunderbar, und man merkt, dass man in Holland ist oder in den Niederlanden, denn es sind die Fahrradwege wunderbar getrennt von der Straße. Da können sich einige deutsche Gemeinden ein Beispiel davon nehmen. Wunderbar zu fahren, alles natürlich auch schön eben. Ja. Selbst mit E-Bike ist es bequemer und angenehmer, als wenn Stein bergauf und bergab geht. Seine Eigenarten, wir Deutschen ja auch. Und ich muss sagen, sehr angenehme Eigenart haben die Niederländer, weil es so ein altes Handelsvolk ist und die sind dadurch auch sehr tolerant. Das zeichnet meines Erachtens die Niederländer aus. Schreibt mal, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Also wir fühlen uns sehr wohl in Holland und die Niederlande und werden euch das weiter berichten, wie es uns ergangen ist. So, was heißt das jetzt für Fahrradfahrer erlaubt oder für Fahrradfahrer gesperrt? Die Ursi hat die Lösung. Die Ursi sagt ausgenommen und ich sage, das heißt ausgesondert. Jawohl, Ursi! Also Ursi hat gerufen, ich soll zur Sahara kommen. Da kann man richtige Ausflugstour machen. Hier sind wir und hier ist die Sahara. Und da ist Omen und da fahren wir jetzt hin. Jetzt gehen wir erst noch in die Sahara. Ich möchte einfach mal Sahara-Sand unter meinen Füßen spüren. Was kriegst du da jagisch ausgezogen? Ja, in der Sonne ist es schon warm. Es
So, und in der Sahara ist auch Borkenkäfer offensichtlich ein Thema. Bleibt die Ursi, da kommt sie. Es ist nicht einfach auf dem Sand Fahrrad fahren. Ich würde sagen, wir stellen das Rad jetzt hier ab und laufen da hoch. Jawohl. Schauen wir mal, was von der Sahara sehen. Ja, hier sieht man schon was. Da haben wir es in der Sahara. Und so wie ich nachgelesen habe, ist das wohl entstanden durch intensiv Beweidung, ja, was ich ein wenig merkwürdig finde, aber wahrscheinlich waren es auch die Pflanzen entsprechend. Und die Ortschaft ist bedroht gewesen von dieser Wanderdüne. Und deswegen hat man wieder Bäume angepflanzt, damit die Sanddüne gestoppt wird. Und jetzt ist sie gestoppt durch die Bepflanzung. Also sie ist nur hier, die Sahara. Und wenn man jetzt in Zukunft irgendjemanden in die Wüste schicken will, heißt das nicht unbedingt, dass man dann nach Afrika muss. Hier in den Niederlanden, bei Omen, geht es genauso gut. So, und schon geht's weiter. Wir sind Mittagszeit. Wo gehen wir dann hin? Nach Omen. Ah, das kann hier vom Sand, wird man bestimmt nicht satt. Weißt du, was ich so schön finde, Ibrahim? Wo ich bin, bist auch du. Ja, gar nicht so schlecht. Nein, und weißt du, was für mich das Beste ist? Was? Ich habe immer Geld bei mir, wenn du dabei bist und sonst nicht. Merkt er was? Er ladet mich groß zum Essen ein, aber ich habe den Geldbeutel. Gott sei Dank, ich hätte nämlich vergessen. Ja, nichts Neues. Ja, wenn man Ursi hat, dann braucht man nicht an alles denken. Okay. Was ist so leicht zu fahren, ist da gar nicht, so am Rande der Sahara, oder? Nein, der Sand ist ganz schön rutschig. Ja, also in die Sahara braucht man gar nicht reinfahren. Und hier am Weg, wie ihr hier sehen könnt, da ist es teilweise auch schon ganz schön aufgeschüttet. Da muss man auch aufpassen, wie man fährt. Und deswegen konzentriere ich mich jetzt aufs Radfahren und nicht aufs Filmen. Ja, genau. Und wenn wir es schaffen, dann berichten wir, ob es geklappt hat. Warum nicht? Weiter geht's. Jawohl, nach Omen. So, da sind wir in Omen angekommen und jetzt schauen wir, was uns da erwartet. Also, das ist die alte Fechte offensichtlich. Und das ist Omen.
was ihr nehmt. Gebacken Ostenhass, Falkenshass, Champignons in Rohr, gebacken Gründen aufgeblust mit Teriyakiusus. Oder so ähnlich, ja, das wird sich jetzt rausstellen, ja. Und ich nehme Runderburger ob Italienische Bull mit Jessicas Tomat, gefriertürte Ui in Mustard de Mayonnaise, geserviert mit Frit. Das schmeckt. Ja, was sind Pommes und mit Senfmayonnaise oder so ähnlich, ja. Tomate, Käse und ein Rinderfleisch wahrscheinlich. Ja, also die Musik kann es übersetzen. Spricht niederländisch. Das stimmt. Lassen wir uns überraschen. Sieht doch ganz gut aus. Oh, sie strahlt. Probieren wir es mal. Gute. Ja, mit zwei M. Und ihr seht schon, das ist die Vecht. Und die Vecht, das ist das Vechttal hier, wo wir jetzt sind. Und sehr schön. Ja, und jetzt fahren wir zurück nach Breze oder Berze. Bulten, ja, auf den Campingplatz. Und wir hoffen, der Ausflug hat euch gefallen. Also uns hat es gefallen, das war sehr schön, ja, mit dem Fahrrad zu fahren. Ja, sehr angenehm, eben und auch so sehr angenehm. Die Radwege sind hier super ausgebaut. Wunderbar, ja. Kann man eigentlich super fahren, also ganz toll. Und von dem ersten Ausflug verabschieden wir uns jetzt. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hier dabei zu sein. Und wenn es euch gefallen hat, dann einen Daumen nach oben. Bitte sehr. Ja, würde uns sehr freuen. Ja. Abonnieren nicht vergessen. Ja. Und das Glöckle aktivieren. Und wir machen noch weitere Ausflüge von Holland. Grüßen euch recht herzlich und würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ja. Also bis dahin sagen wir Tschüss. Und ciao, und ich weiß gar nicht, wie man das in Holland sagt. Tschüss. Tschüss. Ciao. Finden wir noch raus. Ja. Tschüss. Dann. Ja, tschüss. Also tschüss.